mit deinem Luftwaffe. Ein Toast. Auf die neue Kolonie. Möge sie wachsen und gedeihen. Ja, dann bist du auf, Mäuse. Ja, förmlich. Noch ein? Und auf weitere Frauen, die hinzukommen. Joscha, an dir habe ich nie gezweifelt. Ja, Joscha. Ich glaube, darüber solltest du dir keine Sorgen machen. Wenn alles klappt, werden Menschen zu uns kommen. Ehrliche, gute Menschen. Ich bin sicher, die haben auch überlebt. Tja, und sollten böse Menschen aufschlagen, werden sie das noch bereuen. Oh, ganz bestimmt. Wenn wir die faulen Äpfel aussortiert haben, können wir dann überlegen, was wir mit Moskau unternehmen. Das ist wohl wahr. Auf die Liebe! Auf die Liebe! Liebe. Na ja, okay. Geht runter wie Öl. Die Sonne. Klasse. Ziemlich stark. Du bist dran, Artyom. Na los, beeindrucke uns. Bis. Die Hitze ist echt unerträglich. Na gut, dann stehe ich auch mal auf. Huch. Setz dich zu mir, Artyom. Okay. Dann spielt jetzt mal eine Runde das Artyom-Trio. Es ist ein bisschen leise. Was ist das für Zeug? Es wird doch langsam besser, das Liedchen. Und auch verständlicher. Also, ich muss ja sagen, das ist ein kurzes Zwischending, diese Interaktionen mit der ganzen Truppe und so, das finde ich ziemlich geil gemacht. Das hat man einfach mal so Zeit zwischen den Einsätzen und zwischen der Story sich ein bisschen gehen zu lassen, ein bisschen zu lesen, rumzualbern, zu saufen und natürlich Gespräche belauschen. Das ist ein schönes Lied. Stepan, danke. Spiel noch was. Stepan, könntest du uns das Lied von Borisic spielen? Gerne. Kamera dreht ihn automatisch zurück. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин с
созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Das gleiche, ja. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генерала, они пьют и едят на gehen wir noch mal zu hier, Mark. Ach, guck mal, jetzt ist hier die Leiter, jetzt kann ich auch hier hoch. Die Geschützstellung. Oh, schade, hier kann ich nicht rauf. Und da kommt der nächste Gamefehler wieder. Die Dunkelheit hat zugeschlagen. So, dann beenden wir das gleich wieder. Drehen uns mal weg. Jetzt ist es weg. Also irgendwie, das scheint irgendwie immer so ein Pixel zu sein, was da auftaucht, das dann diese Fehler verursacht. Sobald das Bild ein Pixel aus dem... Oh. Hier kriegen wir ein paar Bäume ins Gesicht. So, dann gehen wir hier wieder runter. Mal gucken, ob vorne jemand ist. Ach. Also, was wir... Das wollte ich dir schon lange sagen, aber es gab keine Gelegenheit. Anna fragte damals, ob ich da bleiben wollte. Natürlich wollte ich das. Es waren meine Leute, auch wenn ich keine Verwandten fand. Und außerdem müssen da immer noch viele Banditen erledigt werden. Aber der Baron ist tot. Jetzt kann Gyul das Volk anführen. Jetzt wissen sie, dass diese Tiere besiegt werden können. Und besiegt werden müssen. Sie müssen jetzt für ihre Freiheit kämpfen und sie sich selbst nehmen. Damit sie nie wieder etwas aufgeben müssen, egal wie schlecht es aussieht. Und doch haben sie von uns den Anstoß dazu bekommen. Von dir. Das werde ich nicht vergessen, Artyom. Und ich hoffe, diese Schuld eines Tages begleichen zu können. Keprak Met, Bruder. Ja, Keprak Met, was auch immer das heißt. Ja, was soll ich sagen? Was für eine Schuld denn? Hast doch... Ich hab doch gar nichts gemacht, außer aufgeräumt. Du wirst das schon machen. So, gehen wir mal wieder zurück. Schön, dass man da auch mal drücken drauf. Ja, Marc, du sagst ja gar nichts. Die Karte gucken wir uns ein andermal an. Hier haben wir noch mehr Kartenmaterial. Also gut, dann geht's jetzt runter. Kohleschaufel müssen wir ja jetzt nicht mehr, soweit ich das sehe. Richtig, müssen wir nicht mehr. Jetzt läuft's mit Diesel, die Karre. Sehr schön. So, darf ich mal kurz durch? Dankeschön. Hey Sam. Anna, hör auf zu husten. Solltest dich besser hinlegen.
Hallo, Archer. Hallo, Cocker. Hallo, mein Freund. Hey, Duke. Wie du siehst, kümmere ich mich nach dem Wüsteneinsatz gründlich um die Waffen. Ja, machst du gut so. Immer schön putzen. Ich hasse Sand, das ist mal klar. Der ist rau und grob und gelangt überall hin. Das stört mich ohne Ende. Sobald wir dieses Höllenloch also verlassen haben, beginne ich mit dem Reinigen und Warten. Und Duke hat, freundlich wie er ist, seine freiwillige Hilfe angeboten. Soll ich auch mitmachen? Na komm. Ich gehe einfach mal durch dich hindurch. Baue mir hier ein paar Medikits. So ein paar Filterchen. Das brauchen wir nicht. Das hier können wir noch bauen. Die brauchen wir nicht. Haben wir zu wenig. Das lassen wir stehen. So. Ich bin mir jetzt wieder am überlegen, ob ich die hier nehmen soll. Schwer zu sagen. Ich probiere es einfach mal aus. Obwohl ich es in den letzten, als wir noch in Wüstenregion waren, mir der Körperschutz eigentlich wichtiger war, lege ich es jetzt trotzdem mal an. Hier bin ich mir auch am überlegen, ob ich nicht einfach... Ich lasse es einfach mal. Hier lasse ich es auch, weil ich brauche mehr Munition. Und das ist auch okay so. Also dann Bewaffnung. Sauber sind sie alle. Mein Schniepergewehr. Habe ich da? Nein, habe ich nicht. Hier die Kalasch. Die braucht auch nichts anderes. Jetzt ist natürlich die Frage. Gatling oder nicht Gatling? Der Schaden ist natürlich beträchtlich höher. Die Genauigkeit wesentlich geringer. Stabilität ist höher. Die Schussfolge ist geringer. Ich bleib bei mir. Ich weiß nicht, ich mag die Kalaschnikow eigentlich einfach. Mit dem Ding hier bin ich am überlegen, ob ich dem ein besseres Fernrohr drauf hau. Habe ich hier eigentlich für eins drauf? Sechsfacher. Okay, lass mal den Scheiß erstmal. Ihr könnt hier weiter warten, während ich hier weiter gucken gehe. Hier rein? Nee, kann ich nicht. Geht also nur von der anderen Seite. Wollte ich jetzt nämlich noch mal kurz gucken, was da eigentlich ist. Oh! Eine neue Notiz! Tokarevs Nachricht! Crest, ich schreibe dir, weil ich nicht möchte, dass du dass es jemand hört. Ich bereite eine Hochzeitsüberraschung für Katja und Stepan vor und ich brauche deine Hilfe. Ich möchte ihnen ein paar Ringe machen. Das Metall dafür habe ich schon. Jetzt muss ich nur noch ihre Größe wissen. Stepan ist kein Problem, immerhin habe ich für das ganze Team Handschuhe angefertigt. Aber Katjas Finger habe ich nie gemessen und die Überraschung wäre dahin, wenn ich das jetzt tun würde. Ich weiß,
dass du ein gutes Auge hast. Kannst du mir vielleicht die richtige Größe nennen, ohne zu messen? Außerdem bräuchte ich etwas Hilfe beim Aufpolieren, sobald die Ringe gegossen sind. Denn es ist nicht mehr viel Zeit. Vielen Dank im Voraus. Titi. So ist das. Hat er sich hier seinen Bastel-Ecke zusammengestutzt? Eine Tankstelle mitgenommen? Naja, Bruder, Anna hat uns sicher einen Schreck eingejagt. Aber keine Sorge, es sieht nach Tuberkulose aus. Aber Katja ist eine echte Krankenschwester. Sie wird sie im Nu wieder auf die Beine bringen. Abgesehen davon haben wir endlich mal eine schöne Aussicht. Ein Fluss, ein Wald und sogar ein Wasserkraftwerk. Klingt interessant. Bislang habe ich noch keins repariert. Also keine Sorge, alles wird gut, Archer. Schon bald werden wir in diesem Tal ein normales Leben führen. Wollt ihr eigentlich Kinder haben? Wird nämlich Zeit, Bruder. Moskau ist mit all der Strahlung nicht der richtige Ort dafür. Aber das Tal ist perfekt. Stepan und Katja würden eurem Beispiel bestimmt folgen. Sie sind ja jetzt verheiratet. Wir müssen doch die Kolonie bevölkern. Sie soll richtig schön werden. Wir haben fähige Leute und noch wichtiger, kluge Leute. Das zieht bestimmt weitere an. Und wenn irgendein Arschloch beschließt, die Party zu stören, werden unsere Jungs das im Nu klären. Ja, das werden sie. Wir müssen uns das Tal natürlich zuerst ansehen. Der Oberst völlig recht. Aber du und Ayosha macht das schon. Kein Problem. Dieser verfluchte Berg. Ich hatte damals schon ein ungutes Gefühl. Hab sogar dem Oberst davon erzählt. Aber er war so begierig darauf, den Minister zu treffen, dass es ihm egal war. Gar nicht seine Art, hä? Aber solche Dinge sind zu erwarten. Jeder hat eine Schnur, die ihn alles andere vergessen lässt, wenn man daran zieht. Erinnerst du dich, wie er losgestürmt ist, um den Baron zu bekämpfen? Der war natürlich ein echter Mistkerl. Hat die Leute wegen nichts wie Dreck behandelt. Genauso wie die Astrahan-Bande. Wenigstens wurde er wie ein Hund erschossen. Das hat er verdient. Ja. Wäre schön, seine vielen Anführer auszuschalten, aber ich bin sicher, Jule kümmert sich um ihn. Sie macht nichts, nur halbherzig. Ich will damit also sagen, dass wir nicht umsonst in diesem Ofen stecken. Wir haben nicht nur die Karten geholt, sondern auch Menschen geholfen. Naja, ich denke, ich mache deine Trophäe hier fertig und bereite dann die Motordraisine für deinen Aufklärungseinsatz mit Ayosha vor. Das wird es ja. Wir gerade von ihm sprechen. Ich glaube, er wollte unbedingt mit dir gehen, weil er auch so ein Gefühl hatte. Sein übliches aber. Pass auf den Lustbolch auf, bevor er irgendwo in der Klemme steckt, ja? Ich versuch's. Aber das muss ich dir lassen, Bruder. Diese Schönheit mitzubringen war ein Geniestreich. Ich habe das Gefühl, dass sie uns sehr nützen wird. Vergiss nicht, meine Motordraisine würde ich für nichts auf der Welt hergeben. Aber dieses Baby hier ist einfach fantastisch. Egal wie der Wagen aussieht, sein Motor ist sauber eingestellt und gewartet worden. Fahrgestell und Federn sind verstärkt. Sogar die Bremsen sind völlig in Ordnung. Da war ein sehr fähiger Mechaniker mit Leidenschaft am Werk. Das gefällt mir. Wirklich, dieses Ding erinnert mich an mein altes Baby, mit dem ich damals von Kandui weggefahren bin. Ein schwerer Laster aus dem anderen Krieg. Hatte schon seit mindestens 40 Jahren auf dem Schrottplatz vor sich hingerostet. Lief mit Brennholz, genau wie die Aurora. Mit? Natürlich mehr Erinnerung als Laster. Die Kabine war völlig hinüber, Sperrholz hält sich nicht so gut. Die Ladefläche fehlte komplett. Aber der Motor und das Getriebe und der Dieselgenerator waren noch dran. Das Fahrgestell war ganz okay. Ja, das war ein Stück Arbeit. Ein Monat ohne Pause, aber letzten Endes fuhr das Ding. Dann setzte ich auf das Fahrgestell ein Chassis von genau solch einem Minibus, wie du hier hast. Mit diesem Frankbus kam ich bis Astrahan. Und das Ding hatte von Haus aus lediglich 30 PS. Eine schreckliche Plackerei. Man musste nicht nur Feuerholz hacken, sondern die Stücke auch noch schön gleichmäßig machen. Sonst lief's nicht gut. Dazu braucht man viel Erfahrung, wie beim Heizen einer Sauna. Ich verbrachte also einen halben Tag mit den Vorbereitungen und fuhr nur ein paar Stunden. Tja. Ich verliebte mich in das Ding. Kein Wunder nach all den Anstrengungen. Trotzdem musste ich es dem Mistkerl in Astrahan überlassen. Sonst hätten sie mich dort direkt umgebracht. Was für ein Glück. Tja.
So war das damals. Was diese Schönheit hier betrifft, ich werde mich gut um sie kümmern, um der alten Zeiten willen. Sie wird jede Show gewinnen, die wir besuchen. Ist das nicht eine Schönheit? Eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Perfekt. Es ist nur ein Auto. Nur ein Auto. Was ist an dem Ding so speziell? Naja, mach du ruhig. Gut, dann haben wir jetzt alles gesehen. Mit allen geredet, soweit ich das sagen kann. Jetzt müssen wir noch gucken, wie es eigentlich weitergeht. Wahrscheinlich, ah, ja genau, ich muss vorne an die Karte gucken. Irgendwie so. Hallo Jungs. Dankeschön. Also, dann gucken wir mal, wo es hingeht. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Den bestmöglichen Begleiter. Okay, dann lass uns doch mal nachsehen, ob da wirklich Frauen sind. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tag. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Kennst du? Verdammt, was für eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie erhält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihm. Ende. Aurora hier. Ich höre euch laut und deutlich. Ende. Herr Oberst, diese Strecke wird die Aurora nicht tragen. Nehmen Sie die Hauptstrecke. Ende. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen nötig. Das bedeutet eine Verzögerung. Trotzdem spielt der Plan. Wir treffen uns an Dampf. Wie ist die allgemeine Lage dort? Ende. Die allgemeine Lage hier ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es hier bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Oh, shit. Aurora, Ende und aus. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schönen Gegend nur an. Willst du nicht auch, dass sie schon eher hier sind? Nein, zum Beispiel die Kirche. War ja klar. Na scheiße. Und jetzt? Wie geht's weiter? Bin ich tot? Anscheinend nicht. Einheimische?
Ich glaube, ich habe meine Ausrüstung verloren. Haben deinen Freund geschnappt. Ich kann aber sehen, dass ihr zwei keine Banditen seid. Ich werde dir helfen, solange du keine Dummheiten machst. Jetzt muss ich los. Bleib nur außer Sichtweite, dann ist alles gut. Außer Sichtweite bleiben. Okay. Ein Hirsch. Na toll. Keine Waffen, gar nichts. Alles weg. Also, ich soll außer Sicht bleiben. Habe ich wenigstens eine Map? Eine Map habe ich noch. Sehr gut. Wo bin ich denn überhaupt? Da unten. Begib dich zum Damm. Wer war diese Frau? Ich wünschte, ich wüsste ihren Namen, damit ich ihr für meine Rettung angemessen danken kann. Höflichkeit steht auf meiner Dringlichkeitsliste im Moment allerdings ganz unten. Meine Ausrüstung habe ich im Fluss verloren. Das Funkgerät ist kaputt. Daher habe ich keine Möglichkeit, die Aurora zu kontaktieren. Die größten Chancen sollte ich haben, wenn ich zu dem Damm gehe, wo Aljoscha und ich aufschlagen sollten. Ich sollte der alten Straße folgen. Ja, dann folgen wir mal der alten Straße. Und die mittige Stütze hinsetzen. So. Ja. Da darf ich anscheinend nicht lang. Oh. Eine Armbrust. Kann ich auch die Kappe haben? Hm. Ich habe nur einen Schuss. Nehmen wir die mal runter. Taschenlampe geht ja auch noch. Nachtsichtgerät habe ich anscheinend nicht mehr. Ziehen wir hier das mal alles ein bisschen an. Hallo Spidey. Also. Neue Postkarte. Postkarte 15. In der Kaspischen Wüste hätten wir schon 1, 2, 3, 4, 5 sammeln können. Aber die habe ich alle gar nicht gesehen.
Naja.